Hallo, liebe Prachtfinkenfreunde. Heute ein neues YouTube von meinen Papagei-Amadin. Das hier rechts ist ein Möwchen, das klaut gerade etwas Futter von dem. Hier seht ihr sie jetzt, rotköpfigen Papagei-Amadin, um die es hier geht. Denn bevor jetzt der Winter kommt, Winter is coming, möchte ich noch ein Zuchtpaar meiner rotköpfigen Papagei-Amadin gerne abgeben, und zwar die zwei hier. Links das Weibchen, das Männchen ist nur mal ganz schnell vorbeigehüpft, wir sehen die aber gleich noch etwas genauer. So, rotköpfige Papagei-Amadinen, ein Zuchtpaar aus dem Jahre 2020, geschlossen beringt, hellgrün. Kann man hier auch erkennen. Und das ist die Frau, das ist das Weibchen. Und das hat, wie oft bei Papagei-Amadin, so eine etwas derangierte Frisur am Hinterkopf. Das ist jetzt kein Makel- oder gar Milbenbefall, sondern das ist ganz üblich. Und eine Methode, die Geschlechter zu unterscheiden, denn bei diesen Papagei-Amadinen, bei diesen Rotköpfigen, sehen Männlein und Weiblein gleich aus. Das Weibchen hat eine etwas blassere rote Farbe, aber kaum zu erkennen, und auch eine etwas kleinere Maske. Aber da das Paarungsverhalten anders ist als bei anderen Finken, kann man an einem gerupften Hinterkopf, wie in diesem Fall, das Weibchen erkennen. Denn wenn das Männchen sie befliegen möchte, dann hält er sich hinten quasi im Nacken mit dem Schnabel fest. Und zwar richtig fest. Und ja, das führt dazu, dass da auch mal ein paar Federn rausgezupft werden. Der hält sich also quasi am Schopfe fest, um sie besteigen zu können. Und ja, insofern ist das ganz normal. So, hier gehe ich jetzt nochmal ein bisschen näher ran mit der Kamera, auch wenn es jetzt etwas wackelig ist. Das ist das Männlein. Und ihr seht, die kommen bald in die Mauser. Es gibt schon so ein paar Stoppeln im Gesicht, denn die Reihenfolge übers Jahr ist immer so. Es gibt die Zuchtphase, wenn man damit fertig ist, dann kommt in der Regel die Mauser. Und nach der Mauser kommt dann die Ruhephase, also sprich jetzt im Winter, um dann wieder bis zum Frühjahr fit zu sein. Ja, das ist ein Zuchtpaar. Nicht nur ein Männlein und ein Weiblein, sondern die haben auch schon gemeinsam erfolgreich gebrütet und gezüchtet. Und insofern bezeichne ich die auch nur dann eben als zuchtbar. Ich stelle die ein bei eBay Kleinanzeigen und Koka. Da habt ihr dann meine Kontaktadresse und Telefonnummer und E-Mail und was weiß ich, wenn ihr Interesse daran habt an diesen tollen rotköpfigen Papagei-Amadin. Bis dahin, alles Gute, euer Yogi. Ciao.